Weitere Gassenwissen-Probe, das kann doch so schlecht gar nicht werden. Okay, Gassenwissen, diesmal mit dem richtigen, göttergefälligen Wert von 13 Punkten. 5 Sterne. Ja, na gut, ihr könnt die Straße, ihr müsst ab und zu mal eine Silbertaler oder sowas ausgeben, geht dann vorbei am Elfenhaus. Und ziemlich verwildertes Anwesen. Du bist auch nicht genau, ob da Elfen drin wohnen oder warum es jetzt genau so heißt. Und dann steht ihr vor einer großen Mauer mit einem Tor. Davor stehen verschiedene Wachen, sowohl am Tor als auch auf den, richtige Zinn sind das nicht, aber eben auch wohl auf der Mauer stehen wohl weitere Leute, die allesamt eine Armbrust angelegt haben und euch misstrauisch anstarren. Einige haben wohl auch irgendwelche Tücher aus Seide vor ihr Gesicht gezogen. Sehen besonders grimmig auch aus, trotz dessen, dass man ihren Mund nicht sehen kann. Und betrachten euch misstrauisch. Jalan, ist es das? Nun, ich würde es doch vermutet haben. Gehen wir einfach mal davon aus. Einen Moment lang, einen Moment. Ja, zupft sich schnell die Haare zurecht, steckt irgendwie seinen dreckigen Ärmel ein wenig, krempelt ihn irgendwie ein wenig um. Nun, wie sehe ich aus? Ihr seht aus wie immer. Buenos dias. ¿Qué quieres? Buenas noches. Quieras mucho grande. Na, seht ihr, ich habe ein bisschen almadanisch gelernt. No grandas. Grandas. Er deutet einmal über die gesamte Stadt und irgendwie, wahrscheinlich auf den Silberberg, Plata. Si. Plata. Ah, nun, einen schönen guten Tag. Ich spreche leider kein Braubacki, aber ihr könnt mir sicherlich jemanden dabei holen, der Geräti versteht. Grande Montana de Plata. Wo ist hier der Giftfürst Harun? Horun. Horun. Ja, ihr könnt wohl sehen, wie jetzt die Armbrustspritzen zeigen jetzt allesamt auf eure Köpfe. Also die sind auch schon gut dabei, dann, also die drücken jetzt nicht ab, aber es sieht so aus, als ob die gerade keine Lust auf euch hätten. Que dinero. Ich hole eine zweite Münze raus. Ich hole Dukaten rauskommen, sagen wir nicht so. Dinero? Dinero. Ich glaube. Ihm die? No plata. No, ja, also ich gebe die Goldmünze. No Oro. Plata. Dinero. Oro. Horun? Horun. Veneno. Da, Veneno. Ma. Horun de Veneno. Ja, damit schlägt er einmal mit seiner gewaltigen Faust gegen die Tür. Abrir! Abre la puerta, se abre. Mein Mist, aber auch Dolemidia kann ich und Bosparano habe ich in der Tempelschule gelernt. Aber Barabaki, nein, daran denkt ja keiner. Naja, also so schwierig ist das nicht. Ihr müsst euch nur vom Rhythmus der Sprache treiben lassen. Kann wohl froh sein, dass sie die Universalsprache des Geldes verstehen. Ja, wenn ihr durch das Tor tretet, das dann geöffnet wird von euch, könnt ihr sehen, wie im Inneren wohl noch eine ganze Menge Sklaven herumlaufen, allesamt mit irgendwelchen langen Kleidungsstücken. Könnte auch sein, dass es eine große Familie ist, aber doch wohl schon Sklaven. Und direkt hinter euch schließt sich dann auch wieder das Tor. Ihr könnt dann ein großes Anwesen erblicken, was dann eben direkt unter dieser 30 Schritt hohen Klippe dann angebracht ist. Und fast aussieht wie, nicht unbedingt ein Gefängnis, aber wie ein, schon wie eine uneinnehmbare Festung. Und da sind eben auch im Inneren zahlreiche weitere Leute, die dann auch auf dem Gebäude selbst stehen, auf der Galerie, die dann mit den Armbrüsten nicht auf euch deuten, aber schon im Anschlag hätten und dann binnen wenigen Augenblicken oder Aktionen dann auch den Bolzen in eure Richtung abgeschossen hätten. Und Boltax dann auch erkennen, dass die Spitzen wohl etwas glänzen und nicht das normale Eisen sind. Das wird Hüvilla wohl ebenso zur Kenntnis nehmen und einer der Leute vom Tor führt euch dann über einen kleinen Sand- und Kiesweg zu einem Gartenpavillon außerhalb des Zeltes. Ihr könnt auch sehen, wie hier wohl einige Drogen wachsen in freier Wildbahn, die man sonst normalerweise nur auf den äußeren Plantagen dann finden würde. Aber hier scheint das wohl keinen zu interessieren. Und vor euch sitzt dann eine Person in einem offenen Mantel aus Seide, sehr lässig, sodass man dann auch seine Brusthaare sehen kann, seine Haare wild zurückgekämmt und
hat dann wohl noch so ein Oberlippenschnauzbart, nickt er euch zu und deutet dann mit einem Glas, irgendeine dunkle Flüssigkeit ist drin, wahrscheinlich kein Gift, sondern irgendwie ein Whisky oder sowas, irgendein Branntwein, und deutet dann auf Stühle, die dann vor ihm stehen, rechts und links. Hola hombre, yo me llamo Boltax, esta es Yalan, hablo Garetti. Ah, Garetias. Ja. Ganz genau. Ich bin Horun, aber das wisst ihr. Yalan genau. Braucht einen Moment, um mit offenem Mund da zu stehen und Boltax zu betrachten, bis er sich dann fängt und sich auch hinsetzt. Was denn? Ich hab doch gesagt, du sollst dich von dem Rhythmus der Sprache treiben lassen. Es ist schön, jemanden zu finden, der Garetti spricht. Seid erst einmal bedankt, uns so zügig zu empfangen. Und wie es wohl der Brauch ist, bringen wir erst einmal ein Geschenk mit. Ich weiß nicht, ob ihr von unserer Anwesenheit bereits gehört habt, aber wir würden euch gern zu einer kleinen, sagen wir, Soiree auf unserem Schiff im Hafen einladen. Wenn ihr so geneigt wärt. Regalos. Regalos gut. Na, ich habe ja nicht von euch gehört. Wer seid ihr? Boltax? Ich kenne den Namen, aber... was wollt ihr? Ja. Kommen wir zum Geschäft. Man sagt, ihr seid der Mann, mit dem man in der Stadt reden sollte, wenn man sehr exquisite Präparate braucht. Ihr braucht Gift. Ja, ein spezielles, um genau zu sein. Mhm, ganz genau. Und zwar bräuchten wir dieses, welches man Purpurblitz nennt. Und nicht irgendeines, sondern idealerweise das Beste, was ihr auftreiben könnt. Hm. Aber deswegen seid ihr zu mir gekommen. Das findet man nicht auf den normalen Märkten. Das ist teuer. Wir sind bereit, die notwendigen Gelder in die Hand zu nehmen. Hm. An wie viel habt ihr gedacht? Nun, sagen wir, dass die Anwendung, die ich am Ende beabsichtige, sehr präzise und effektvoll sein muss. Entsprechend, wenn ihr mehrere verschiedene Varianten auftreiben könntet, wäre es vielleicht das Beste, erst einmal testweise eine einzige Dosis von jeder zu bekommen. Hm. Wollt ihr es als Waffengift benutzen oder als Einnahmegift? Als, ich dachte, es mit einer Menge Belar zu verteilen. Eine Menge Belar? Wollt ihr den bei mir kaufen oder wollt ihr es selbst präparieren? Wenn ihr welche von guter Qualität anbietet, sind wir sicherlich nicht abgeneigt. Ich meine, man bekommt sie natürlich unten auf den Straßen nachgeworfen, aber wir wissen, was man davon halten kann. Ja, vor allem werdet ihr dort keinen Purpurblitz finden, wenn sie nachgeworfen werden. Natürlich nicht. Wenn überhaupt, müsste man solche natürlich dann selbst noch zurecht präparieren. Tja, was genau wollt ihr denn? Aus der Essenz eines Krötenschemels oder wollt ihr Marastengift? Wie ich bereits sagte, das Beste wäre es wohl, mehrere verschiedene Varianten zu haben, die wir einen genauen Test unterziehen können. Und dann werden wir uns am Ende für eine entscheiden. Gebe ich euch beide. Hervorragend. Gut, dann kommen wir zum Preis. Aber sicher doch. Nun, wie ich verstehe, seid ihr... Ja, verzeiht. Wie ich verstehe, vertreibt ihr nur die allerbesten Mittel. Entsprechend sollten wir wohl, sagen wir, bei 150 Dublonen das Stück anfangen. Das Stück? Selbstverständlich. Ich will euch ja nicht arm machen. Nun dann, ich benutze ganz gerne bei Erstkontakt. Wenn die Leute zufrieden sind, dann kommen sie wieder, ja? Wenn ihr länger habt, hier in Alanfa zu bleiben, dann vielleicht kommt ihr wieder. Vielleicht habt ihr nach den wenigen Tagen Lust auf noch etwas mehr. Ich gebe euch sicher 3 Portionen für 150. Nichts klingt annehmbar. Aber das ist nur der Preis für diese Portion. Ja, ein einmaliges Angebot. Ein einmaliges. Nun, wenn ich von eurer Leistung überzeugt bin, bin ich mir sicher, dass wir noch zu vielen fruchtvollen Geschäften kommen können. Sicher, sicher. Wo wir gerade dabei sind. Eine kleine Kleinigkeit. Sicherlich etwas, das vermutlich unter eurer Kompetenz liegt, aber ich bräuchte ein leichtes, aber langwirkendes Betäubungsmittel. Vielleicht eines, das auch gegen, sagen wir, Nicht-Menschen gut wirkt. Tja, ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr Zwerge meint, oder? Zwerge sind schon nicht immun, aber haben eine höhere Resistenz. Das muss man wissen. Aber wir sind schwer zu knacken. Sagen wir, dass meine
Kameraden einige Interessen haben, die sich auch bis in den Dschungel, sagen wir mal, bis nach Rabaal erstrecken könnten? Ich wollte ja eine Expedition. Mhm. Nun, da gibt's viele Tiere, aber auch Kulturschaffende. Achas, Marus. Ja, das wollt ihr doch nicht wirklich als Kultur bezeichnen. Na gut, machen wir es kurz. Ich muss eine Echse lähmen. Tja, lähmen. Ja. Verschiedene Dinge geben. Pfeilfroschgift von der Boa Bungaha, Drachenspeichel, Elbgift, Krötenhauch. Das Beste wäre etwas. Das wolltet ihr schon. Schlafgift. Das Beste wäre etwas, sagen wir, Unauffälliges, das aber lange wirkt. Hm. Dann scheidet der rote Skorpion aus, der ist ziemlich auffällig. Mhm. Ulmadron, er geht gerade so ein bisschen im Kopf durch. Was ist mit, ich weiß nicht, Mandragora? Warum nicht? Machen wir so. Hervorragend. Kennt euch in der Materie aus, ja? Sagen wir, ich hatte ein paar Kontakte. Ja. Aber nirgends wird Gift so gut gehandelt wie hier. Das ist gut zu wissen. Also gut. Dann werde ich euch etwas Mandragora geben. Hupoblitz. Machen wir... Wie viel wollt ihr haben? Machen wir 160, 170. Machen wir 170 für alles. Hervorragend. Ich nehme an, jemand von eurem Kaliber bevorzugt eine Barzahlung? Nun... Ich würde natürlich auch, die Börse nimmt natürlich auch für mich Edelsteine an oder Papierwährung, was auch immer ihr mögt, Wechsel jeglicher Form. Da bin ich nicht wählerisch. Dann gebe ich immer direkt den Wechsel. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass ihr es gleich mit dabei habt. Lasst mich nur kurz die Summe eintragen. So. Nun, wie ich gesagt sagte, wir sind nicht nur gut vernetzt, sondern auch bestens ausstaffiert. Er nickt und schiebt sich den Wechsel dann einfach vorne in seinen Seidenmantel. Wir freuen uns dann auf eine baldige Besuchs... Naja, dass ihr halt bei unserer Soiree vorbeischaut. Wohin sollen wir das Gift liefern? In den Hafen? Ja, die mondsilberne Drachentöter liegt am Pier mit der Nummer... Bautax 3? Ja, es müsste die Nummer 3 sein. Genau. Sie ist nicht zu verfehlen. Also gut, soll ich das Gift bei euch abgeben lassen oder bei der Mannschaft beliebiger Mitglieder? Lasst es einfach. Ich glaube, zur Mannschaft, das wäre zu auffällig. Sie würden eh nicht wissen, was geliefert wird. Lasst es einfach an mich oder Jalan überstellen. Genau. Nun, und ich bin mir sicher, wir können dann, wenn ihr auf der Feier auftaucht, über... Kann ich mehr über die Wirksamkeit für meine Zwecke sagen und wir können eine weitere Lieferung aushandeln. Klingt dies annehmbar? Ja, er nickt einfach nur noch mit seiner Hand und das ist quasi dann auch schon das Zeichen, dass ihr wieder aufstehen dürft. Hervorragend. Und dann, wir sind mit euch. Adios. Ja, ebenso. Adios. Amigos. Das war leicht. Nun, er ist ein Geschäftsmann. Was hast du erwartet? Er hat erwartet, dass er ein wenig beschäftigter ist. Ihr versteht schon, mit ewig langen Auftragsbüchern und man muss warten, bis man folgen lassen wird, etc., etc. So wie es woanders wohl der Fall wäre. Aber wie häufig habt ihr denn schon Gift gekauft? Nun, Gift nicht. Aber ihr erinnert euch noch daran, dass wir das letzte Mal zu Störerbrand vor wollten? Das hat Stunden gedauert. Also, ich habe es als sehr kurz empfunden. Gerade mal 2 oder 3 Stündchen. Ich hatte hervorragenden Lesestoff. Erinnert ihr euch noch an den bornischen Boten? Damals, da standen unglaublich viele interessante Details über das Bornland drin. Wusstet ihr, dass die Städtchen Hinsk und Kunsk miteinander verfeindet sind? Evela, was haltet ihr noch gleich von diesem Geschäftsmann? Tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hupoblitz ist das Tödlichste, was es gibt, oder? So wie man mir vermittelt hat, ja. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, welches das Richtige ist. Erinnert euch, wir suchen ein spezielles Gift, das wir bereits einmal gesehen hatten.
dann sollte die Analyse die gleiche Person durchführen, die es, nun ja, auch bei der vorangegangenen Analyse gemacht hat. Das ist der Plan. Ich würde sagen, wir werden direkt zur Akademie gehen. Oh, es ist noch nicht da, verzeiht. Wir werden erst aufs Schiff gehen und die Lieferung abwarten. Würde ich auch vorschlagen. Und dann treffen wir uns mit den anderen, wie vereinbart, zur Mittagsstunde. Es sind ja noch wahrscheinlich 3-3,5 Stunden Gläser bis dahin. Wir haben uns doch länger verquatscht mit den Maraskanern, als ich gedacht hatte. Aber wusstet ihr, dass Aldechidrians Schwester die Oma von Hinaskian kennengelernt hat? Ja, tatsächlich habe ich gehört, aber seine Nichte, der Zustand seiner Nichte hat sich verschlechtert. Oh ja, der Einarmige. Und so brabbeln wir vor uns hin. Außerdem habe ich gehört, dass Zalak, der Caballero, versteckt ein Hemd oder einer beachtlichen Wampe. Ja, ja. Schrecklich, nicht wahr? Und Roderon vermutet, dass Mesalim ein wahres Goldstück ist. Aber offensichtlich liegen keine Beweise vor. Aber sie ist schon niedlich, oder? Also, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich hätte da genauso geurteilt. Ja, und so geht's dann halt weiter. Wir haben noch 3 Stunden, oder? Ja. Ich möchte mich ein wenig in der Stadt herumfragen, denke ich. Und zwar möchte ich mehr über diesen blinden Schwertmeister erfahren, der vom Rabenfelsen gestürzt ist. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mal mehr eine Probe. Also kannst du zu meinetwegen am Perlenmarkt. Ja, wo man ihn treffen könnte. Ja. Tja. Höchstwahrscheinlich in der Nähe von den Honax. Dadurch, dass er vom Rabenfelsen gestürzt ist und das überlebte, ist er natürlich heilig gesprochen worden und dementsprechend sehr nah mit dem Patriarchen selbst verbandelt. Wohl aber, den Gerüchten nach, man munkelt, dass es eine Liebesbeziehung gibt, ist er vielmehr nicht mit ihm, sondern mit ihr verbandelt. Also mit der Tochter vom Patriarchen. Hätte ich ja nur noch Raffin davon überzeugen müssen, mir eine Audienz zu besorgen. Das wird einfach nicht. Aber was willst du denn vom Schwertmeister? Nun, er ist eine sehr aufregende Persönlichkeit, findet ihr nicht? Jemand, der so von den Göttern gesegnet wurde? Man kann auch nicht einfach mit einem Heiligen sprechen. Natürlich. Doch. Das haben wir schon häufiger gemacht. Das ist gar nicht so eine große Sache. Die meisten Heiligen sind sehr freundlich, wenn man sie erstmal kennenlernt. Lasst mich euch vom lebenden Heiligen des Priors erzählen. Und so geht's los. Alboin Invictus. Alboin Invictus. Warte mal, was ist? Spontane Straßenpredigt. Überzeugen. Komm. Öffentliche Rede und Predigt. Ich pste dich. Gut, also wir kommen dann mittags wieder aufs Schiff. Nein, ich pste dich nicht. Wir kommen dann mittags wieder aufs Schiff, nachdem die anderen 3 Stunden rumgestanden und gepredigt hat. Dann hast du die ersten 17 gläubigen Anhänger. Ich geh schon mal vor aufs Schiff und schmökere noch ein bisschen in den Tagebüchern. Ja, in deinem Tagebuch mit den Ausrissen der anderen, ja? Ja, wo es chronologisch geordnet wurde. Richtig. Gut, machen wir weiter bei Zulamin und Abelmir. Eure Krokodilsuppe auf alle Fälle schon gegessen. Was wollt ihr sonst machen? Ja, diese Suppe war vorzüglich, Abelmir. Ich denke, wir können sie engagieren, oder? Ich denke auch. Garçon? Ja, mein Herr? Meinen besten Dank an den Küchenchef. Mit wem muss ich sprechen, um nun ja einen Auftrag für eure Küche zu erteilen? Das kommt drauf an. Ihr könnt natürlich auch gerne Kleinigkeiten mit mir besprechen. Ich kann allerdings natürlich auch den Koch holen lassen. Wir wollen eine Festivität ausrichten. Fühlt ihr euch der Planungsaufgabe gewachsen? Nun, in diesem Fall werde ich natürlich Salpicon Buitres holen. Hab Dank. Ja, nach grob 5 Augenblicken steht dann eine kleine Schar, also 3 Leute dann vor euch, die zum Hotel gehören. Sowohl ein Koch als auch dann eben jemand von der Rezeption und jemand, der in der Verwaltung arbeitet, die sich dann zu euch an den Tisch setzen. Beziehungsweise es gibt dann wohl auch nach einem kurzen Gespräch die Räume, dass man dann die Seminarräume auf der linken Seite bekommt, wo ihr dann an einer großen Tafel sitzen könnt, ein großes Rondell, ein großes Rund. Wo ihr dann genug Platz habt, ihr habt dann noch so einen kleinen Ständer, vielleicht von Eldan Gorbas kennt ihr das als Malerartikel, so da wo man halt seine Bilder drauf stellt. Die haben da jetzt aber so verschiedene weiße Pergamente aufgehängt, sodass man da dann eben auch anschreiben kann und das Ganze dann ordentlich planen kann.
ein weißes Brett. Möchtet ihr oder soll ich, Abelmir? Nun, ihr könnt anfangen und ich werde ergänzen. Gut. Nun, meine Herren, es ist so, dass wir eine Soiree ausrichten wollen, zu der, wie wir hoffen, einige Granden sich die Ehre geben werden. Wir werden viele einladen und nun, man wird sehen, ob sie kommen oder nicht. Und natürlich wollen wir uns mit der Küche nicht blamieren. Deswegen haben wir uns an euer Haus gewandt. Ja, eine vorzügliche Wahl. Wir sind selbstverständlich das beste Haus abseits des Silberberges. Ja, das hat man uns berichtet. Nun, was den Ort der Festivität angeht, so würden wir die Feier gerne auf unserem Schiff veranstalten. Denn wir sind uns zwar bewusst, dass es prachtvollere Örtlichkeiten hier in der Stadt gibt, nicht zuletzt euer Haus. Doch, ich denke, die Granden werden den Hauch des Abenteuers zu schätzen wissen, der diesem besonderen Ort anhaftet. Wäre das prinzipiell für euch in Ordnung, die Dekoration zu übernehmen und das Essen zu liefern, eventuell für Unterhaltung zu sorgen? Ja, selbstverständlich, das können wir tun. Es fragt sich natürlich, wen der Granden hier einladen mögt. Ich vermute mal, dass die Oberhäupter sich weniger an Bord eines Schiffes begeben oder zusagen. Die werden höchstwahrscheinlich schon den Silberberg verlassen. Dort würde ich dann allerdings die Paligan-Thermen empfehlen oder so etwas. Ein Schiff mag wohl eher die Kinder anziehen, wenn ich mir diesen Kommentar erlauben darf. Sehr wohl, aber viele von ihnen. Nun, wenn diese Kinder nicht allzu jung sind, dann ist das vielleicht keine schlechte Sache, oder was denkt ihr, Abelmir? Und ich denke auch, man schafft sich so Kontakte. Die Leute erzählen viel auf solchen Festen und nun ja. Mitunter wissen Kinder besser Bescheid als so mancher, nun ja, Grande, wenn ich so sagen darf, als das überhaupt der Familie. Nun, es soll auch keine so große Veranstaltung werden. Versteht ihr? Kein Bankett mit 12 Gängen oder so. Eher ein Umtrunk mit kleinen Häppchen. Nichts zum Sattessen, sondern, nun ja, Delikatessen. Nun, wir können selbstverständlich die Dekoration eures Schiffes, eures Etablissements übernehmen. Allerdings würden wir es uns doch... Nun, wir trauen es nicht zu, sie an Tischen zu positionieren. Das müsstet ihr allerdings selber machen. Und wir dachten mehr an Sonnenschirme und eine Art Stehbuffet. Mit Obern, die durch die Gegend laufen und kleine Häppchen anbieten. Und Bosporania und... Nun ja, was man so zu trinken pflegt. Eine sehr horasische Idee, nickt er. Seine Miene verrät nichts. Nun ja, es ist exotisch hier in dieser Stadt vermutlich. Es wird nicht jeden Tag so eine Soiree veranstaltet. Nein, so eine Soiree wird hier nicht alle Tage veranstaltet. Das ist richtig. Nun, in Anbetracht unserer Zielgruppe, da wohl sowieso nur die jüngere Generation sich die Ehre geben wird, sollten wir dann wohl einen Termin vor dem großen Festspielen in der Arena anpeilen, oder? Ja, ich halte es auch für eine gute Idee. So können wir uns zu einem, nun ja, ein Stadtgespräch machen. Am Vortag, denke ich wohl. Aber bitte, guter Mann, sprecht frei. Ihr haltet das für keine gute Idee? Nun, 2 Tage sollten wir hinbekommen, allerdings wird es da einen kleinen Aufpreis geben für das schnelle Abwickeln der Probleme, die damit einhergehen. Aber nun, ich mag eure Ideen nicht kritisieren, nicht anzweifeln. Nein, nein, da habt ihr mich falsch verstanden. Ich sagte, sie ist sehr horasisch, diese Idee. Nun, ich denke, das ist in Ordnung. Denn auch wenn die Granden sonst alanfanische Standards schätzen... So, wird es doch ein wenig Abwechslung bringen, denke ich. Nun, die Einladungen werden wir euch selbstverständlich auch gerne zur Verfügung stellen. Schreiben solltet ihr sie vielleicht allerdings selbst. Natürlich. Mir fällt gerade ein, wir könnten eine, nun ja, kontinentale Soiree veranstalten, einen Bogenschlag vom Horasreich ins Ptolemitenreich in das Meridianische Imperium. Vielleicht mit Tänzern und, nun ja... Musikern.
Nun, ich glaube, der große Theatralos wird sich sicherlich die Ehre geben. Das ist natürlich mit etwas Verwaltung und Aufwand verbunden, aber sicherlich, warum nicht? Theatralo? Was ist das? Nun, wir haben natürlich viel Kultur und innerhalb dieses Kulturwesens haben wir natürlich auch ausgeprägte Musik- und Theaterstücke. Wir haben beispielsweise auch nun eine Theaterfortführung, die, erst jetzt das in Anführungsstrichen, Grandessa Silberstein, die sich dort in einer Komödie beliebt. Allerdings, wenn ihr ein horasisches Fest machen mögt. Nun, ich dachte ja, eine Sie Komposition. Grandessa Silberstein stellt eine Horasierin dar. In einer Komödie. Es wird euch vielleicht selbst nicht gefallen, aber vielleicht wir könnten Karrieristen anheuern. Pater beispielsweise, eine Moha-Gefährtin oder Blumbo, den dummen Utulu-Sklaven. Ich glaube, ich habe mich missverstanden. Wir wollten kein Theater aufführen, sondern musikalische und tänzerische Soiree, ein Bogenschlagen von den verschiedenen Imperien, die es auf die Irre gibt. Ich denke auch, eher etwas, Hintergrunduntermalung, die weniger vom eigentlichen Ereignis ablenkt.